Okay, bist du ready? Virtuelle Weihnachten, so funktioniert's online. Bist ready? Mutter funktioniert Weihnachten online. Bist du ready, Junge? Ich bin die ganze Zeit ready. Hab dich was gefragt, Alter. Spaß. Du Hurensohn, Alter. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 21 Koop Spielerkette zusammen mit dem Werdenherrn hier neben mir. Hallo. Mashallah, meine Freunde. Mann, hör auf, das im Video zu sagen. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 21 Koop Spielerkarriere mit dem Jan. Er hat den Namen vergessen. Ich bin Jan. Wer bist du eigentlich? Und nicht der Michael. Machst du YouTube? Nein. Die Schnauze. ja, wir legen auf jeden Fall los. Wir haben heute coole Spiele. Schaut unbedingt bei Jan vorbei. Rechts oben beim i, seine Folge verlinkt. Ja. Wir haben alles gegeben, auch wenn es nicht immer alles geklappt hat. Ja. Wir haben auf jeden Fall das coole Spiel gegen Burnley in der Premier League. In der Premier League muss es eigentlich gut laufen. Aber bisher war es immer so lala und keine Ahnung. Ich will jetzt einfach, bam, Junge. Heute muss es eskalieren, okay? Alles klar, Leute, wir starten gegen FC Burnley. Und wie gesagt, das Trikot finde ich cool. Letzte Folge war okay, so für die Verhältnisse halt, kann man schon lassen. Naja, die Ergebnisse und an sich waren gut. Die ja, waren wir haben sogar gegen Liverpool gewonnen, Alter. Unbedingt vorbeischauen. Aber, Pokal war halt schade und so, ich weiß nicht, keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, sehe ich gerade. 1:0 für Burnley. Ohne Cut, das hatten wir selten, aber tja, wenn man halt gegen so eine gute Mannschaft spielt, musste aufpassen. Ja, aber auch schon südlich. Fucking ja, Dickhead, Alter! Baden-Württemberg ist ja südlich, also südwestlich halt, ne? Hublot, nice, 2:0 gleich in Kamel. Ey, Junge, das sieht sich da genauso so aus. Eine, ja, so eine bekackte Farbe einfach. Oh! Oh, och, das kannst du nicht bringen. Das kannst du nicht bringen, echt. Das kannst du echt. Also, ich mach gleich den Kopf kürzer. Ey. Ekelhaft. Ich muss halt wirklich, um geradeaus zu laufen, muss ich halt, also nach links geradeaus zu laufen, muss ich ein bisschen den Stick nach unten drücken. Und um nach rechts nach geradeaus, muss ich ihn halt nach oben drücken, um halt geradeaus zu laufen. Halt, also ich muss ihn halt tatsächlich rechts oben oder links unten. Und nicht halt gerade. Also ich muss halt. Oh mein Gott. Spiel! Oh! Ah, Hublot! Junge, der nächste Deutsche, der zu Chelsea wechselt, Leon Goretzka. Wer ist das denn? Schneid das bitte nicht rein, die Leute denken, ich wüsste wirklich nicht, wer das ist. No, ich schneide das natürlich mit rein. Jetzt lupfen ist gut. Oh. Nein! Schlenz das vorbei! Das war wieder so knapp. Ja, aber hättest du mit dem rechten Fuß den Ball gehabt, hättest du einmal an ihm vorbeischießen können. Ich hatte ihn aber nicht mit dem rechten. Ja, warum nicht? Das ist the problem. Ja, da wo ich fordere. Oh ja, Doppelpass. Jetzt, Schuss. Ja! Schuss und Tor. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Aua! Aua! Voll im Knöchel auf den Tisch. Ich bin ich. Und das Tor habe ich geschossen. Jetzt aufpassen. Ja, ich bin da. Siehst du, wie gut ich da war? Bitte den Stick richtig drücken. Bitte den Stick richtig. Bitte rüberspielen. Ja, ehrenvoll. Ja, du hast so häufig aber schon genau sowas dann vergeben. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass du es wieder nicht machst. Nein, bei Dortmund haben wir das so oft so gemacht. Nur bei Manchester habe ich jetzt so am Anfang, weil ich nervös war. Aber jetzt ist ja gut. Alter, warum hast du nicht gepasst? Ich sehe gerade, in einer Stunde müssen wir schon das Studio vorbereiten. Pass! Oh! Hab ich gemacht! Oh nein. Mein Gott, ey, du bist so ein schlechter Spieler! Ja, ich war so nah am Tor, weil ich dachte, Hilfe! Hublot stand doch da! Wieso hast du den nicht reingemacht? Hallo, Bug! Report! Da geht einfach gar keiner hin, lol! Junge, ist das lost. Wir haben gewonnen, 2:1. Hublot. Ich hätte ja noch eine Vorlage dazu bekommen, aber ja, ich habe einen schlechten Stürmerpartner. Ist halt einfach so. Nein, ich war so nah am Tor, da wusste ich nicht, was ich machen soll. In deiner Folge war ich gut. Ich bin mal gespannt, wann das ausgelost wird. Auf jeden Fall sind wir mit dabei, beide. Und wir sind auch mit dabei im nächsten Spiel. 84. Beide in der 84. Beide eine 84, beide on fire und gegen Sheffield United muss das auch wieder gut werden.
Was ja bisher jetzt auch okay war. So. Ich war der Haus die ganze Zeit an. Okay, los, auf geht's gegen Manchester United. Ja, genau. Nein, mit Manchester United gegen Sheffield United. Die heißen ja alle United. Oh, ist der lost. Mit so einem schlechten Spielerspiel hier. Das ist Premier League. Also wir müssen hier Gas geben, weil wir sind in der Premier League nicht so gut und wir brauchen aber gute Spiele jetzt. Und oh! Oh, cool. Oh, 1-0. Ich freue mich. Also es läuft schon mal genauso wie im letzten Spiel. Das heißt, wir gewinnen 2-1. Ah ne, 3-1 sogar. Auf Platz 5 und so ist nicht schlecht, aber wir müssen das ja festigen, Alter. Bist du eigentlich... Nee, geisteskrank! Ich will nach oben! Hör mal! Oh, ist der denn Held, Alter? Scheiße! Oh, zu weit vorgelegt! Kotz noch mehr! Oh, oh mein Gott! Schieß! Ja, ich hab Schuss gedrückt und. Ich auch! Oh. Bei dir bin ich mir da immer nicht ganz so sicher! Doch, ich hab tatsächlich. Ja! Wir rennen zum Trainer! Nice. Komm vor der Halbzeit, jetzt mach was. Du wartest immer ich so lange. Jedes nicht, was Mal. Was ich machen soll. Ja, es ist vor der Halbzeit, der pfeift doch eh gleich ab. Schieß, das wusste ich was, nicht. Oder? Das habe ich ja, nicht gesehen. Wissen weißt du allgemein wenig. Sind die blöd. Ich hätte eigentlich gehofft, dass du zu einem Bot tatsächlich spielst. Jetzt. Jan. Oh, ja, oh mein Gott, ich hatte richtig Angst, dass der, dass ich den irgendwie nicht richtig ins Tor unterbringen kann. Yes, eine Vorlage, ein Tor für den Mr. Dopoulos. Sehr schön, sehr, sehr schön, sehr wichtig, da sind wir wieder bei unserem 2-1. Oh, das ist total exakt wichtig. Ich wusste wirklich nicht, soll ich jetzt, welche Ecke nehme ich? Ah, ich war mir echt unsicher gerade bei dem. Also ich war lange nicht mehr bei einem Schuss so verunsichert, wie ich es gerade machen soll. Du bist immer verunsichert bei einem Schuss. Nein. Du schießt auch generell einfach nicht, weil du so viel Angst hast. Ich schieße in guten Positionen. Wenn ich denke, der geht rein, dann schieße ich. Ich schieße fast immer. Oh, oh hey, Jan, ich hab doch Kreis gedrückt. Hublot wird auch eingeblendet. Ey, das wäre so cool gewesen. Das war ein Bug. Junge, was war das denn? Aber so auf deinen Kopf, buff. Gleich morgen so verletzt für eine Woche, Schlag auf den Kopf. Kaputt. Alter, das war doch so gut. Perfekt. Junge. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Den letzten Angriff dieses Spiels, wo wir die Entscheidung hätten machen können. War das für einen Scheiß. 2-1 haben wir gewonnen, wieder. Aber es sind 3 Punkte und die sind natürlich todeswichtig. Also es ist einfach so. Da guckt keiner jetzt auf den Kalender. Doch. Sonst, ich will das auch wissen, sonst ist das vielleicht wegen der Ausdauer auch scheiße. Und außerdem will ich nicht die beiden Champions League Spiele bei mir drin haben. Und ich ist schon, auch nicht so. Nein! Nein! Er hat gewonnen, Alter! Ja, jetzt lass mich das angucken, ich hab schon gewonnen. Alter, ich will doch nur den nächsten Monat sehen. Nein! Ich versteh's nicht, Alter, ich werde jetzt das Spiel. Arland! Ey, ohne Witz, was ist mit dir? Was ist mit dir? Okay, Leute, letztes Spiel gegen Swansea, Platz 20, ja, also da musste jetzt was funktionieren, das gibt's ja nicht. 3 Punkte. Da müssen wir jetzt mal hier höher als 2-1 gewinnen, das würde ich mir echt wünschen. Das stimmt. So, Leute, wir starten ins Match gegen Swansea rein, wie gesagt, also gewinnen müssen wir definitiv. Wir sind ja auf einem guten Trip gerade mit den Punkten auch, aber ja, besser mal als 2-1, das wäre auf jeden Fall ganz schmackhaft. Das stimmt, also so eine kleine Serie haben wir jetzt schon von, ich glaube, 4 Spielen ja, ein bisschen. In Folge gewonnen. Und in der Premier League vor allem läuft es jetzt nicht schlecht, das heißt, es ist schon mal richtig wichtig. So, es sind ja noch ein paar Monate zu spielen, aber wir wollen natürlich Minimum Euroleague wieder erreichen und wollen da... ja, natürlich jetzt die Punkte mitnehmen und das Ganze sicher machen, vielleicht sogar in die Champions League wieder reinkommen.
wie er diese Saison. Der passt auf jeden Fall ziemlich weit. Schade. Es war fordernd von mir. Ja. Oh, der kann auch zu mir Jawohl. Kommen. Ich habe sogar nicht mal gefordert. Ja, ich. Aber. Schon. Du schon, ich nicht. Egal, es war auf jeden Fall nicht schlecht. 1-0. Diesmal liegen wir nicht hinten, sondern gehen in Führung. Ja, auch mal nicht schlecht. Und es war ja auch nicht schlecht gespielt, muss man ja sagen. Passt da wieder rein. War in Ordnung. Oh, Lücken Nummer 11. 11 ist Tor, schön. Bam! 2-0, sehr schön, danke für den Pass. Ja, ich war jetzt lang gewartet und dann kam die Lücke irgendwann zum Glück. Uf passe. Wieder 2-1. Diesmal nur ein bisschen andersrum. Mal gucken, nicht, dass da jetzt irgendwas passiert noch. Gut, da können wir jetzt natürlich nicht viel dann ändern. Lange Ballbesitzphase und dann gut ausgespielt. Ja. Nein! Ja. Ich hab den schon gefährlich gesehen. Ich dachte, ja, muss ich da jetzt noch einen Ball mitrennen? Und ich dachte, nee, muss ich nicht. Bin ja auch kein Verteidiger, aber wäre ich mitgerannt, hätte ich das vielleicht verhindern können. Es ist halt so, was sollen wir da machen? Ich kann ja nicht bis in den Fünfer mit zurückkommen. Ja, genau, also, das habe ich mir halt auch gedacht. Und deswegen. Wir führen 2-0, ich kann mich da hoffentlich ein bisschen drauf verlassen, aber scheinbar ja nicht, dass da. Ich meine, gegen Platz 20, ja, also. Ist ja nicht so, dass es halt irgendeine krasse Mannschaft ist oder so, sondern es ist halt einfach Platz 20. Ach! Ja! Ja. Oh mein Gott, eine Flanke von mir? Was? Alter, dass du das dieses Flankensystem irgendwann verstehst. Oh mein Gott! Da war mir nicht bewusst, aber ja. Das war auf jeden Fall eine schöne Flanke. Gott. Dass ich ihn sogar reinmache, war auch sehr kurios. Ja, das stimmt. Aber es hat funktioniert und es ist ganz, ganz wichtig. Das 3-2 hier. Hublot. Eine Minute Hublot. Oh nein, jetzt schießt nicht noch ein Tor. Ah nee, ist vorbei. Oh, yes. Glück gehabt. Leute, wir haben 3 Spiele gehabt, 3 gewonnen, alles Premier League. Ich bin sehr glücklich darüber, auch wenn alle 3 sehr knapp waren. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall bei der nächsten Folge bei Jan vorbei und da ist dann auf jeden Fall wieder mehr Action, genauso wie übernächste Folge. Ja. Es geht jetzt auch schon wieder so langsam Richtung Endspurt dieser Saison und ich bin sehr heiß drauf. Also ich bin wirklich sehr, sehr heiß. Macht's gut, schaltet wieder mit ein. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.